Da ist er. Den erkennt man am Irokesen auf dem Rücken ganz gut. So, wir sollten uns aber auch nicht gleichzeitig nicht einkerkern lassen von den anderen Ratten. Deswegen mache ich mal einen kleinen Rundgang. So, da ist Mr. Irokese ja schon wieder. So. Puh, wir haben die königliche Rattenvorhutseele und die anderen Ratten fliehen. Sehr gut. Man sieht, Sehen hat er jetzt nicht viel gegeben. Er hat uns aber einmal einen Rattenschwanz gegeben. Ein abgetrennter Rattenschwanz. Opfert ihn den Rattenkönig, um das Band mit eurem Ei zu stärken. Der Rattenkönig ist stolz und gnädig, wie es ein wahrer König sein sollte. Jene, die dem richtigen Pfad folgen, gilt die Gunst des Rattenkönigs selbst unwürdigen Menschen. Und die Vorhutseele. Oh, haben wir die Seele des Eisenkönigs schon gelesen? Seele des alten Eisenkönigs, welcher den Flammen, die sein Schloss verschluckten, erlag. Des Eisenkönigs Fleisch war verkohlt und seine Seele wurde besessen von dem, was darunter lauerte. Die Seele der königlichen Rattenvorhut, den Wächtern des Rattenreichs. Die treuen Diener des Rattenkönigs entschieden, ob man es wert ist, vom König empfangen zu werden. Ja, also die Vorhut war alles. Die gesamte Rattenplage hier gerade eben. Aber der die Irokesenratte war der Anführer der Rattenvorhut. Also wenn man ihn besiegt, demoralisiert man die gesamte Rattenschaft und sie laufen weg. Und ja, wie ich sagte, hier ist der riesige Knochenhaufen. Und hier steht eine Ratte, die aussieht wie jeder andere auch, aber die sprechen kann. We have no time for thy kind. Humans bring nothing but filth. Mhm. Is that a rat tail, human? Thou'st one of mine rat burrows conquered. This will not go unnoticed. Rejoice, for the right to serve me is now thine. Since thou'rt human still, permit me ask, wilt thou thy human soul surrender and pledge thyself to me? Swearest thou by the sweet-tempered sludge that laps at our bosoms? Nein. Of course. Humans are all alike. Get thee gone. We will tolerate thy stench no longer. Gut, das heißt, wir gehen. Ja. Ein bisschen makaber. Der offene Sarg. Und ab hier brauchen wir wieder den Katzenring. So. Also ja, den Versteinerungsring gerade eben wollte ich eigentlich benutzen. Um es in dem Kampf ein bisschen leichter zu haben, getroffen zu werden. Dass das nicht so schnell hochtickt. Weil wenn man von zu vielen Ratten getroffen wird, ist das dann doch ein bisschen heftig. So. Erstmal das kurz und dann hier vorsichtig auf den Särgen rumhopsen. Wow. Genau. Und jetzt einen etwas böseren Sprung hier runter wagen. Ah, der hat nicht mehr Schaden gemacht. Hier können wir einen Blutungsstein an uns nehmen. Und ab hier wird es etwas interessanter. Hier müssen wir jetzt nämlich hier runterspringen erstmal. Die Kristallechse ignoriere ich mal kurz. Und kann euch jetzt zeigen, wenn ich mal kurz hier zurückgehe, gibt es einen langen Tunnel. Und wir sind wieder in dem Loch. Also ja, wir sind ganz unten im Loch. Das vom Majula aus. Das heißt, das Heiligengrab war eigentlich total optional. Aber wir haben es trotzdem gemacht.
So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Genau, hier sind nämlich die Jungs hier. Jedenfalls einer mindestens davon. Und zu denen will ich nicht unbedingt so einfach runterspringen, weil ihr habt gesehen, die sind flammig. Das heißt, die explodieren. In meiner Richtung. So. Aschenknöchelring. Nicht ernsthaft, oder? Erhöht Versteinerungsresistenz. Ja, den hätten wir für den Boss gut gebrauchen können. So, ich wechsle aber auf den Hartstahlring zurück. Und wechsle mal meinen Speer. Und ja, es sind mehrere von ihnen hier unterwegs. Aber scheinbar hat der gerade keine Lust. So, dieser Sprung hier, ich hasse diesen Sprung. Ich brauche da nämlich immer 10 oder 20 Versuche. Und wenn ich ihn nicht schaffe, muss ich von Majula aus oben wieder starten. Das ist lästig. Und er hat nicht geklappt. So. Erstmal die zwei loswerden. Genau, bevor sie mir Ärger machen. Den Gegenstand da oben, den hole ich bei Zeiten. Also auch wenn ich jetzt Heimkehrknochen, hallo, gefunden habe, ist es mir das noch nicht wert, mir den zu holen. Den kann ich viel später holen. So toll ist der Gegenstand nämlich noch nicht. So, jetzt erstmal den großen, bösen Ritter loswerden. Weil wir kennen es ja, die Ritter bewachen was Besonderes. Das war übrigens früher auch nicht der Fall. Hier war früher diese Truhe nicht. Also, der Ritter und die Truhe waren hier nicht. Hier waren im normalen Dark Souls 2 noch mehr von diesen Explosions-Heilis. Ja, was ziemlich nervig ist. Jetzt ist dafür da ein edler Knochenstaub und der Ritter gewesen. Und ja, die Höhle hier sieht ein bisschen heller leuchtet aus, als man könnte fast meinen, wir wären wieder draußen. Ich weiß ehrlich gesagt nie, woher das Licht kommt, weil man sieht, es ist eine Decke, es ist eine Höhle. Mit einem Einwegweg. Aber ein bisschen Platz zum Erkunden ist hier. Deswegen schnappen wir uns mal alle Sachen, die hier so rumliegen. So. Gehen jetzt hier lang. Weil es gibt ein paar Gegenstände hier in diesem Holzkonstrukt, was einem schon ein bisschen was sagen sollte, wenn er Dark Souls 1 kennt. Sind hier ein paar Sachen versteckt, wobei versteckt ist übertrieben. Man findet sie eigentlich ziemlich schnell. Sie sind auch nicht gerade sonderlich wertvoll. So, da ist die weitere Leiter nach unten. Dafür kommen wir jetzt aber zu einem, der eher atmosphärisch... Also einen der Orte mit mehr Atmosphäre in diesem Dark Souls Teil, muss ich ehrlich zugeben. Es gibt nämlich wenig Orte, die hier so viel Atmosphäre haben. Bist du mir früher nie aufgefallen? Zeichen des Grolls. Ah! Ja, sehr schön. Das Zeichen des Grolls. Wir haben bereits das Zeichen der Ehre im Inventar. Also das hier, Zeichen der Treue. Jetzt haben wir das Zeichen des Grolls. Das hier kriegen wir standardmäßig für Koop. Das hier kriegen wir standardmäßig für Invasion. Also erfolgreiche Invasion.
Ja, gut. Jetzt können wir jedoch hier erstmal weitergehen. Und kommen in einen sehr dunklen Ort. Indem ich diese Statuen hier mal zerstöre. Ja, da fließt Wasser runter. So. Und ich denke, hier an diesem Ort bin ich mit meinem ganz normalen Speer besser dran. Wir sind nämlich jetzt, wie man gerade lesen konnte, im Loch angekommen. Und ja, es gibt ein paar Fackelträger hier, die man schon von hier aus sehen kann. Ich entzünde mal selber eine Fackel. Mit den Flammenschmetterlingen, die ich noch habe, geht das ja einigermaßen gut. So, und diese Statuen habe ich aus dem Grund kaputt gemacht. Guckt euch mal die Säule aus Müll an. Also ja, die Statue habe ich aus dem Grund kaputt gemacht, weil sie Gift spucken. Da unten hat sich ein Gegner versteckt zwischen den Krügen. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt die... Ja, ich habe die Fackel ausgemacht. Gut, kein Problem. Die paar hundert Meter kommen wir auch ohne Fackel aus. Wow, nur nicht hier drauf fallen. Ich weiß nicht, man erkennt das wahrscheinlich im Dunkeln nicht sonderlich gut. Na komm, ich habe genug Flammenschmetterlinge, um noch einmal die Fackel zu erzünden. So. Jetzt erkennt man es wahrscheinlich etwas besser. Da, wo die kaputten Statuen drauf liegen, wenn man sich das Holz anguckt, das ist morsch. So, weg mit dir, du nervst nur. Ja, dieses Holz ist morsch, da will ich jetzt erstmal nicht drauf treten. Obwohl wir eigentlich genau da landen müssten, wo wir landen sollten. Nämlich, seht ihr? Morsches Holz. Ja, doch, wir landen genau da, wo wir landen sollten. Nämlich beim nächsten Leuchtfeuer. So, da ist erstmal Loot drin. Ja, Jaue-Küchlein. Die kennen wir auch noch aus dem ersten Teil. Wobei es hier keine Gegner gibt, die sie droppen. So, da ist ein Rückweg zum Leuchtfeuer. Und da ist der einzige Weg geradeaus. Das heißt, wir entzünden das Leuchtfeuer. Können jetzt wieder auf unseren Schild wechseln. Und können von hier aus erstmal nach Majula zurückreisen. So. Genau. Denn jetzt hätte ich gerne von unserem Leiter-Schmied hier die letzte Leiter. Hey, what have you been up to? So, Leiter aufstellen. Ja, die teuerste. Well, really? A very generous offer indeed. Especially from you. I get sehr nett. Such a warm feeling inside when I get the chance to help others. Ja, nachdem wir dich so großzügig bezahlt haben, gell? Und er zaubert wieder eine Leiter aus dem Nichts hervor. Er guckt immer noch so grimmig. Ja, das ist jetzt die längste Leiter. Hey, this ladder's not for sale. The only things I sell are... Ja. Here you are, my friend. You can have these, hey? It's a little bonus, you know, for your big purchase. Mhm. Jetzt kriegen wir nämlich ein Scimitar, weil wir alle Leitern von ihm gekauft haben, wobei die teuerste ausreichend ist. Oh, come on. Don't look so glum. I'm trying to be nice here. Mhm.
You're hopeless, I tell you.